wieder ein bisschen schneller machen hier. Jo, jetzt holt er es ab. Ach, na, ein Glück. Du komm wieder rum. So, dann neue Schaffarm. Bitte hierhin. Na, obwohl, die Bäume müssen auch weg. Eins, zwei, so. Okay, du Armer, tust mir leid. Am liebsten würde ich dich reparieren, aber kann ich nicht. Kann ich dich an einer gegnerischen Werft reparieren? Ich glaube nicht. Ist natürlich doof. Ist richtig doof. Bin am Überlegen, ob wir eine Werft bauen sollten. Zumindest eine kleine, oder? Aber dafür brauchen wir ziemlich viel Kohle, die wir nicht haben. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Werkzeug, um eine Webstube zu errichten, die ebenfalls hier unten steht, um die Schaffarmen hier abzuholen. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Hier ist ein Feuer. Hier ist ein Feuer. Feuerwehrmann, geh hin. Und er hat's gelöscht. Ach, ein Glück. Wie oft habe ich es erlebt, dass ein ganzer Häuserblock abbrennt. Deswegen bin ich froh, dass wir hier nicht 20 Häuser nebeneinander haben, sondern das Ganze mit Straßen getrennt. Oh nein! Ja, das war unser Schiff. Jetzt brauchen wir definitiv eine Werft. Ha, guckt euch das an, doch. Was soll man dazu sagen? Entwickelt euch. Jetzt können wir wirklich nur noch einkaufen. Es ist doch zum Heulen, ist das. Mann! Diese geringfügige Produktion hier, die macht mich fertig. So, aus. Ich brauche gleich noch welche für die Webstube. Werkzeuge. Und außerdem auch Geld. Kommt hier hin. So. Ach Mann, ey. Das ist doch doof, oder? Wir haben kein Schiff mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben noch einige Siedler. Ungefähr 48. Wenn in einem Haus 6 wohnen, sind das 8? Ja, müsste hinkommen. Also 8 Gebäude sind noch Siedler. Die dürfen sich jetzt entwickeln. Wir haben genug Ressourcen, um sie alle mit Tabakwaren und eine Wein Feuersbrunst wütet in eurer Stadt zu versorgen. Also hier bricht öfter ein Feuer aus oder die Pest, als ich es gedacht hätte. War das andere wirklich nur tutorialmäßig, dass da nie was passiert ist oder kaum? Komisch. So, da das treue Volk mir ein Denkmal setzen möchte, kriegt es das Denkmal dahin. Vielleicht brennen sie dann nicht mehr die Städte ab. Das wäre jedenfalls wünschenswert. So, um zu Aristokraten zu werden, brauchen wir nicht nur die Gewürze, sondern eben auch ein größeres Gotteshaus und ein Badehaus. Habe ich euch gesagt, dass ihr euch weiterentwickeln dürft? Ja, habe ich. Sehr gut. Denn so langsam kommen wir in eine Bilanz, in der wir 200 im Plus haben. Das heißt, selbst wenn wir einkaufen, sind wir eigentlich richtig gut dabei. $333, $369, 400, läuft. Jetzt kommt das Geld so langsam rein. Bisschen spät, aber besser spät als nie, oder? So, wir können uns wieder Werkzeuge leisten. Ein Glück. Dann können wir jetzt anfangen.
mal eine Werkzeugschmiede zu bauen. Die kommt hier hin. Und sie braucht dafür Eisen. Also kaufen wir das hier ein. Das ist nämlich, ich habe gedacht, schon um einiges billiger, aber nicht wirklich. Haben wir Eisen bekommen? Ja, haben wir. Cool. Wir produzieren unser eigenes Werkzeug. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Nein, sowas. Das ist ja mal was völlig Ungewöhnliches. Hier unten musst du hin, der brennt gleich ab. Hau da wieder ab. Da unten. Ja, nun ist zu spät. Also, ein neues Haus bauen. Die Kirche reicht bis da oben, deswegen kommt hier auch noch ein Haus hin. Und da auch. Die sind auch von der Taverne, von der Schule und von der Feuerwehr nicht abgeschlossen. So, der macht schon wieder fleißig weiter. Produzier mal dein Werkzeug. Das ist in Ordnung. Wir können es gebrauchen. Die Leute müssen sich alle wieder entwickeln. So, und eure Steuern müssen hoch, liebe Siedler. Wir hatten keine Siedler mehr in der Stadt, ne? Wir hatten nur noch Bürger. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. Als nächstes gibt es ein Badehaus und ein größeres Gotteshaus. Eine Kirche. Au, die ist teuer in den Betriebskosten. Das Badehaus ist noch teurer. Wollt ihr mich umbringen? Wir brauchen wieder mehr Häuser. So. Alle noch im Einflussbereich der Kirche. Das heißt, die können sich alle noch entwickeln. Der hat hier genug Rohstoffe, um Werkzeuge zu produzieren. Das heißt, die Werkzeuge schmeißen wir mal raus. Die sind eh viel zu teuer. Obwohl, es ist auch nicht gerade günstig, das Ganze herzustellen, weil das 25 in den Betriebskosten kostet. Eieieiei. Macht ihr mal, ihr kriegt das hin. Ihr wächst schon zu stattlicher Größe heran. Da habe ich ganz viel Vertrauen zu euch. Tonnen haben wir auf Vorrat. Was das Eisen angeht. Und daraus können wir wieder ein bisschen was an Werkzeug produzieren. Und solange der hier fleißig sein Holz hackt und der hier schläft und der hier Steine macht, ist alles in Ordnung. Und ihr könnt mich nicht mehr kaputt machen. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Juhu! Wunderbar. Ah, das Geld steigt wieder. Leute, ich freue mich. Und unsere Bilanz ist auch richtig gut. Guckt euch das an, trotz des Einkaufs. Fast 400 mehr. Das kann sich sehen lassen. Absolut. So, das bedeutet auch für uns, wir können uns anderen Dingen widmen. Kanonengießerei? Ja, eigentlich hätte ich ja schon Lust dazu, ne? So sehr, wie mich die Leute ärgern. Kostet auch 60 in den Betriebskosten. Ist aber auf jeden Fall sein Geld wert. Mach mal. Hier da oben sind fast alle Bürger, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall Geld dazu. Jede Menge Geld. So, und dann kannst du nämlich auch bald aufhören mit deiner Werkzeugproduktion, da die Letzten sind, die sich noch entwickeln müssen. Und
Und Sie sind auch im Einflussbereich der Kirche. Jojo, ist alles in Ordnung. Wie sieht's allgemein aus? Nahrung. Nahrung müssen wir langsam mal wieder mehr produzieren. Und wir brauchen noch eine... Einmal Weingut. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Dann machen wir jetzt erstmal ein Weingut. Wein, Wein, Wein. Da. So. Mit ein paar Reben. Dann einen Weg, damit er das abholen kann. Eigentlich bräuchten wir auch ein größeres Kontor. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Den bauen wir jetzt auch einfach mal, damit noch mehr Leute das zugleich abholen können. Wir brauchen auch die Nahrung, unbedingt. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen jede Menge Essen. Für Essen sind Schlachthöfe immer ganz gut. Das heißt Rinder. Rinderteil 1, Rinderteil 2 und Schlachthof, Fleischerei. Wo setze ich die denn jetzt noch hin? Hier? Nee, dann ist die andere wieder nicht im Einzugsgebiet. Aber hier ist sowieso eins falsch gesetzt. Kann er dahin? Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das freut mich ja für den Konkurrenten. Geht mir allerdings am allerwertesten vorbei. Stoffe gehen runter. Ach so, nee, das hat sich jetzt nur runtergesetzt, weil wir einen neuen Kontor gebaut haben und jetzt viel mehr Platz ist. Alkohol sieht aber gar nicht gut aus. Leute, was macht ihr? Ist irgendwo etwas nicht angeschlossen? Du hier zum Beispiel? Nee, du bist auch am Markt. Du wirst garantiert auch abgeholt. Irgendwas gefällt mir nicht. Nahrung geht immer weiter runter. Das gefällt mir natürlich auch nicht. In deinem Einflussbereich ist hier noch Platz. Das heißt, wir werden da noch einen Fischer bauen. Passt nicht so ganz. Wollen wir hier gucken, ob wir hier einen bauen können? Ja, können wir. Aber da kriegen wir den Weg nicht hin. Und hier kriegen wir keinen Fischer gebaut. Ah, oh, es ist doch ärgerlich. Ja, wir brauchen Nahrungsmittel. So. Den Weg quer durch das Holzfällergebiet, das ist egal. Dann kannst du nämlich aktiviert werden. Du wirst deaktiviert. Warte mal, du wirst gar nicht abgeholt, ne? Nee, wir müssen einen Weg machen. Und zwar einmal so lang, dass der denn auch da hinten hin kann. So, und dann kaufen wir zusätzlich noch Nahrungsmittel ein. Genau, Alkohol geht zur Neige. Oh, 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 oh. Dann werden mir die Leute aufs Dach steigen. Das will ich nicht, also Alkohol her. Weingut. Bau das mal hier hin. So, jo. Ach, oh je. So, wir haben Nahrung bekommen. Das ist sehr schön. 40 Tonnen Eisen, jo. 10 Tonnen Alkohol nur noch. 10 Tonnen Werkzeug. Und unsere Bilanz geht immer weiter in den Keller, weil wir eben auch Kanonen produzieren. Wovon wir schon nur 17 Tonnen haben. Damit könnten wir unseren ersten Wachturm platzieren. Aber ich möchte lieber wieder mein Schiff zurückhaben. Deswegen baue ich lieber eine Werft. Genau, brauche nur ein bisschen Geld. So, du schläfst erstmal. Bau mir doch einfach mal ein Kriegsschiff. Einfach mal. Ist ja nix. So, Stoffe gehen wieder hoch. Alkohol.
Gar nicht gut. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Farmen, 5 Weingutstellen und trotzdem kommt der Alkohol nicht hoch. Leute, das gefällt mir nicht. Strengt euch an. Das geht so nicht. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ja, der Arzt wird sich darum kümmern. Der läuft jetzt von Stadt zu Stadt, wollte ich gerade sagen, von Haus zu Haus. Und hat schon alles bekämpft. Brauchen wieder Geld. Und die Kanonengießerei kann erst einmal schlafen. Guck mal, die verbraucht trotzdem noch 25 Taler. Wahnsinn. So, unsere Nahrungsmittel gehen wieder hoch. Ich werde jetzt einfach mal den Einkauf abbrechen, weil ich nicht weiß, ob wir uns jetzt auch so irgendwie über Wasser halten können. Schläft noch irgendwo einer? Nee. Wie sieht's aus mit Alkohol? Es hält sich bei 7 Tonnen.